Hallo und ja. Was ist das eigentlich für ein Geräusch? Hallo und herzlich willkommen auf jeden Fall zurück zu einer weiteren Folge vom LS22 Playtest. Schön, dass du wieder persönlich hier vorbeischaust. Schön, dass du da bist. Ja, wir laden mal eben wieder neu auf. Einmal Mana tanken. Und dann werden wir das zweite Riesenfeld mit Mais voll machen, denn wir wollen mal wieder ein riesengroßes Mais-BGA-Festival haben. Warum geht denn das jetzt nicht? Hä? Was habe ich denn jetzt wieder falsch? Na komm, bleib stehen. Schon wieder leer. Oh ey, das frisst uns ja die Haare vom Kopf hier. Nee. Ist nicht leer. Warum? Wir müssten da mal so Schildchen. Gibt es so Packs, wo man so verschiedene Schilder dann da hinstellen kann irgendwie? Gibt es sowas? Jetzt hat er es. Ihr habt mir auch irgendwas gesagt von wegen der Reihenfolge, wie ich das in dem Cosplay-Dings komplett anders machen muss. Ich erinnere mich ganz dunkel und war mit dem Punkt nicht ganz einverstanden. Muss ich nochmal raussuchen, den Kommentar. Gut, dann haben wir unseren Hafer. Da sollten wir aber zumindest bei einem Bienenstock dann nochmal was anbauen, was die Bienen weiterbringt. Raps zum Beispiel. Hafer gibt ja auch Stroh für die Kühe. Da machen wir auf dem einen Feld mal Raps und da kommt der Kollege. Ey, das ist so toll. Was würden wir eigentlich in diesem Spiel machen? Ohne Autodrive und Crossplay. Ja gut, Freunde haben und auf Multiplayer spielen. Das kommt für mich nicht in Frage, ne? Wobei, kann ich nochmal darauf hinweisen, habe ich lange nicht mehr gemacht. Wir haben unsere fantastische Community. Ich glaube, es gibt kein... Also, ich bin da sehr stolz drauf und ich glaube, es gibt es auch in dieser Form kaum ein zweites Mal in Deutschland. Wir haben moderierte Server, die regelmäßig bespaßt werden mit Inhalten von und mit fantastischen Leuten, die wir natürlich handerlesen sozusagen. Wenn ihr Teil der Community sein wollt, sehr gerne vorbeischauen. Die Links sind in der Videobeschreibung oder auf meiner Webseite. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. So, 33 sind wir ja gar nicht. Wir sind bei 38. Ich komme hier auf 33. 38. Aktivieren. Und dann lass die Jon-Kapelle. Lass uns vorher nochmal eben auffüllen. Weil hinterher auffüllen, mittendrin vom Feld wieder hinfahren, ist natürlich umständlicher, als wenn wir das jetzt direkt sofort machen. Eh klar. Meine Güte, ist hier viel zu tun mittlerweile. Wahnsinn. Und wir haben gar nicht angefangen, quasi. Wir müssen ja noch, warte mal, was war hier oben? War noch irgendwas anderes? Ist gerade fertig geworden. Okay, der ist nicht fertig. Wow. Ja, es ist wirklich blöd. Der kommt nicht weiter. Und der steht im Weg. Profi-Tipp von mir, lasst niemals eure Fahrzeuge auf den Routen von Autodrive stehen. Das sollte man nicht tun, ne? Wir könnten hier auch mal den wieder starten. So, bam, bam, bam. Was wollte ich? Ich wollte... Achso, hier können wir auch mal gucken. Hier muss doch auch bestimmt wieder irgendwie gepflegt, gemacht und getan werden.
Damit wir hier... Ich habe ja immer noch die Challenge am Laufen, dass wir das mal besser hinbekommen. Geflügt, okay. Ah, da wollten wir ja den Kubota dann mal nehmen, ne? Das machen wir aber, wenn wir ein bisschen mehr Geld am Konto haben. Ich will immer so ein bisschen Puffer haben. Stell dir mal vor, jetzt geht auf einmal eine Maschine explodiert im Spiel oder so. Das wollen wir nicht, ne? Aber ihr seht auch, warum das vielleicht nötig wäre, ich mal was Stärkeres hinzustellen. So, der läuft. Der fährt. Ne, wir müssen jetzt erstmal hier düngen. Diesen hier. Für das Riesengüllefass sollten wir schon Gewicht vorne dran hängen. Ne? Haben wir bestimmt noch welche. So. Feld 36 Gülle. Ja. Das Maisfeld, da fangen wir damit an. So, und dann hätten wir hier Stallgülletank. Und hier Feld 36. Oh, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Denn wir haben jetzt die Schweine, die auch noch Scheiße machen. Wir hatten natürlich eine Zeit lang jetzt die Kühe nichts zu fressen. Ne? Das darf man hierbei nicht außer Acht lassen. Oh, ich muss gerade irgendwie dran denken, weil diese Halle erinnert mich daran. Als Kinder, wie das dann war und auch immer so spannend war, wenn wir dann bei anderen Landwirten helfen mussten, dann hieß es dann immer, oh Gott, komm schnell ins Auto, alle rein, dann alle Kinder und Nachbarskinder von den von Dings unten in den Kofferraum. Ist ja schon lange verjährt, ne? Die Kühe sind ausgebrochen. Das könnt ihr euch ja, also, wenn ihr euch so Landwirtschaft vorstellt, ne? Das ist ja alles ganz idyllisch, ne? Der Trecker fährt da rum, gibt tolle Milch. Das sind aber Lebewesen und die machen ja nicht immer, was man will. Und es kann durchaus sein, dass die dann mal, warte mal, so geht das nicht, ne? Das muss anders. Das muss... Wie hat denn das? So rum, ne? Genau. Ja, und das sind ja halt Lebewesen, ne? Und wenn die da mal durch den Zaun ausgebrochen sind, dann muss man halt dann auch mal in den tiefen, finsteren Wald rein und dann die wieder suchen, ne? Wenn die auch weg sind. Ist so. Wie viel Gülle haben wir denn überhaupt? Dass wir mal so ein Gefühl dafür bekommen. Wobei Produktion bei den Kühen... 194.000? 100.000? Hä? Das ist wieder irgendwie... Oh nein, zwei Reihen, auch noch. Es ist auch noch falsch. Eieieiei. So. Da machen wir schon was und dann noch falsch. Ja, also für das Spritzen oder so kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir das hier mit dem Kleinen weitermachen. Aber dieses Grubbern, das ist ja extrem langatmig. So. Gucken wir mal. Wo ist denn der... Wo ist denn das Güllefahrzeug? Ich sehe das gar nicht in der Liste oben. Mineraldünger, Flüssigdünger, ne? Ne, das sind die beiden Sägeräte.
Das nennt sich Augengalerie. Nee, das meine ich gar nicht. Okay. Axion. Der Elektro ist der... Fährt ja Dings, ne? So. Ja, heuer wollen wir machen, ne? Das heißt, einmal wenden. Oder wie heißt das? Wie sagen hier die. Wie sagen die das immer, die das falsch sagen? Zetten sagen die, glaube ich, ne? Gardemol, das heißt wirklich so! Ja, ist ja gut. Wenden. Wir haben immer wenden gesagt. Ich nehme mal auch die Worte, die ich so von uns damals kenne. Ich hoffe, dass jetzt niemand deswegen D-Abo macht. So. Alright. Gut. Das läuft, das läuft, das läuft. Der fährt. Da wollen wir mal schauen hier. Was macht denn der eigentlich? Das funktioniert jedenfalls. Sehr schön. So. Das sieht mir immer... Warum ist das immer so schmal? Ist das, weil das bei der ersten Runde, weil wir da diese Überlappung eingestellt haben? Ja, ne? Ich glaube schon. Oh, ich glaube, der müsste auch langsam fertig sein. Ah, das mit der Gülle, dem traue ich noch nicht. Ah, doch, funktioniert. Okay. Kollege, ich lasse dich mal durch. Ja, 89.000, das wird, glaube ich, auch nicht reichen für den Gülle-Miststreuer-Kombi-Ding. Das heißt, wir hoffen darauf, dass wir im April oder so noch mal ein bisschen Geld verdienen. Aber ihr seht schon, warum ich auch nicht an die Reserven rangegangen sind. Ne? Wir brauchen immer noch ein bisschen Geld. Huch. Immer noch ein bisschen Geld übrig für was auch immer da so passiert. So. Und wenn es auch nur ist, stell dir vor, wir hätten das jetzt nicht und wir müssten Dünger nachkaufen. Oder Saatgut. Was dann? Dann würden wir da stehen mit unseren Talenten, ne? So. Ja, also ich finde das auf jeden Fall perfekt, wie ich das hier mache. Also das mache ich wie kein Zweiter, finde ich. Was haben wir denn jetzt hier drin? Hä? Achso, das ging ja doch recht fix. Ja, und noch 194.000 Gülle. Bei dem riesen Güllefass, das fährt ja zweimal da rein, dann ist das ja leer, ne? Ist ja so. Kennen wir ja nicht anders. So, dann würde ich sagen, fahren wir das mal hier wieder ein bisschen an die Seite. Den brauchen wir gerade nicht. Ich gucke nochmal gerade nach, was hatte denn der Kombi-Anhänger gekostet?
156. Weil ich muss, ich überlege so ein bisschen, dass wir Maschinen ja auch dann hinten rüberfahren, ne, zur BGA-Halle. Ist natürlich blöd. Was ist denn? Hä? Wieso macht er das denn falsch? Okay, da müssen wir nochmal gucken hier. Dabei ist gleich leer. Na gut, da schauen wir nochmal. Dann würde ich sagen, naja, mit den Kartoffeln, die reichen für die nächsten 5 Generationen Schweine. Da bin ich auch ganz fest davon überzeugt. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, da gehen wir auch nochmal ran an das Thema. Euch besten Dank fürs Zuschauen. Jetzt ist natürlich der Schluss. Nächste Folge gibt es auf Garderobe Plus und ich lese alle eure Kommentare und würde mich sehr freuen, da mehr von euch zu lesen. Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.